hat und nach wie vor einen Scheibenbesitz hinter dem Tor. Jungs, lasst den nicht so laufen. Schießt am Tor vorbei. Schnelle Drehung, aber Glück für die Eispiraten. Und es geht weiter. Bombes ebenso. Auch er hat ein gutes Spiel gemacht. Die Scheibe war nicht raus. Und da ist er drin. Aus der Fanghand von Ryan Nye. Springt die Scheibe dann ins Tor. Das ist natürlich Pech. Ja, ein unglückliches Tor. Aber so ist es einmal, wer einen Fehler macht. In der 54. Spielminute fällt dieser Treffer. Aber Frank, der heutige Gegner heißt Bremerhaven. Ja. An sich hat sich nichts geändert. Die Eispiraten auch mit dem Zug nach vorne, aber werden zeitig gestört. Jetzt die Chance. Tor! Der Ausgleich! Jawohl! Es war Julkonen, er entwickelt sich zum Goalgetter. Das ist natürlich ganz toll und fürs Spiel. Besser kann es nicht laufen. Auch hier haben die Bremerhavener etwas nachlässig gehandelt in der Abwehr. Und er kann flach einschießen zum Ausgleich, zum 1:1. Und das Ganze in der 55. Spielminute funktioniert. Und wieder einer dazwischen. Und Julkonen macht auch einen super Job. Verzögert, spielt dann tief, Lempi. Tor! 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 Tor für die Eispiraten! Entschuldigung in Bremerhaven! Patrick Pohl war es! Spielverlauf, ja, auf den Kopf gestellt. Der Sandpark, der tobt. Und das Ganze in der 58. Spielminute. Was ist hier los im Sahnpark? Das wäre natürlich eine faustige Überraschung, wenn die Eispiraten dieses Ergebnis nach Hause bringen. Drei vor dem Tor. McPherson. Ganz gefährlich. Ganz gefährliche Situation. 43 Sekunden noch. Da hat einer einen Schläger verloren. Scheibe geht raus. Scheibe geht raus, Scheibe geht gegen das Tor, jawohl! Jawohl, ein Befreiungsschlag bringt die Entscheidung für die Eispiraten, das 3:1. Liebe Freunde in Bremerhaven, das ist Sport. Ja, Danny Püker kann auch ohne Schläger vorbereiten. Ja, mit einem Kick. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder bei uns zu Gast sind, hier bei Screen TV. Wie gesagt, nach dem Spiel Feuerwerk, nach dem Feuerwerk der Mannschaft, Feuerwerk auf dem Eis und dann die Pressekonferenz live aus dem Stadion. Und da ist es vollbracht. Nein, eine Sekunde, aber man klatscht sich ab, hat der Zeitnehmer da nicht aufgepasst.